Er schmuggelte langsam den Sabbat in die Fabrik. Zuerst ging er in den Galvanisierungsraum mit seinem immer noch rauchenden Säuretank, dem beißenden Geruch und den endlosen Regalen von roten Blechschnallen, die am Montag für den Bestellschein, der an der Tür hing, mit Bronze überzogen werden mussten. Mein Vater ging zu dieser Tür und schloss sie ab. Er schloss die Säure ein, die Korrosion. Vor allem schloss er das Kommende des Montags ein. Er schloss die Zeit ein und mit ihr ihre Zwänge. Unsere Schritte halten in der Fabrikshalle. In ihrer Unbeweglichkeit kamen sie mir vor wie ein erstarrtes Tier, das jederzeit zum Sprung ansetzen konnte. Die Reihen der Drehbänke und Pressen mit ihren harten, eckigen Gliedmaßen, die Spindeln, die Handräder und Rollen, das Geflecht der Förderbänder und die riesigen Räder, die lautlos über mir dräuten, sie alle bildeten einen riesigen Körper, dessen wildes Gewirr von Organen jetzt in einem Zustand makaberen Schweigens dalag. Wir gingen durch eine Stille, der man nicht trauen konnte. Unsere Schritte erklangen in einer Landschaft der Versteinerung. Nicht der Ruhe. Seit vielen Jahren schon kann ich die Fabrik nicht mehr anhalten. Seit vielen Jahren schon kann ich die Fabrik nicht mehr anhalten. Seit vielen Jahren schon kann ich die Fabrik nicht mehr anhalten. Gleichgültig, welcher Teil der Woche, welche Tageszeit. Die Fabrik rattert weiter. Seit vielen Jahren schon kann ich die Fabrik nicht mehr anhalten. Gleichgültig, welcher Teil der Woche, welche Tageszeit. Die Fabrik rattert weiter, unaufhörlich, unantastbar. Thank you.
Die Fabrik rattert weiter, unaufhörlich, unantastbar. Die Fabrik rattert weiter. Die Fabrik rattert weiter.